Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer Klassenvorstellung für das Spiel Echo of Souls. Ich wollte das eventuell bald mal anspielen und deswegen werde ich jetzt mir im Vorfeld mal die Klassen alle angucken und ja, schreibt mir nachher mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet, ob ihr die alle schon kennt oder welche ihr am liebsten spielen würdet. Aber ich möchte jetzt auch nicht gar nicht lange rumlabern, ich möchte direkt mal durchstarten. Es gibt 5 Klassen in Echo of Souls und die Klassen haben dann jeweils immer noch 2 Unterklassen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich fange mal an mit dem Krieger. Ein wahrer Krieger. Nee, Krieger der vergangenen Königreiche. Ein wahrer Krieger steht unerschütterlich für seine Ideale ein. Er gibt niemals auf und so weiter. Schwache Angriffskraft macht er durch hohe Verteidigungskraft wieder wett. Gnadenlos kämpft er an vorderster Front. So, und dann gibt es einmal den Berserker. Der hat eine Spielschwierigkeit von 2 Sternen. Dieser wilde Krieger heizt seinen Feind mit starken Attacken und kritischen Treffern ein. Mit Kettenangriffen fügt er ihnen großen Schaden zu. Also der haut richtig drauf. Und dann den Beschützer. Ein widerstandsfähiges Talent, mit dem man die Rolle des Tanks übernehmen kann. Diverse Überlebensskills erleichtern dir den Kampf. Dieser Krieger ist ein zuverlässiger Tank, der seine... Der seine Verbündeten im Kampf schützt. Was stand hier noch? Nichts. Okay, also einmal kann man ihn als Tank spielen und einmal als Berserker. Ich schätze mal, da wird er ja, sehr, sehr guten Schaden austeilen, wahrscheinlich relativ langsam kämpfen. So schätze ich jetzt einen Berserker ein. Und Tank hat mir persönlich immer Spaß gemacht. Auf jeden Fall eine interessante Klasse der Krieger, wenn dann für mich wahrscheinlich als Beschützer. Aber gehen wir mal weiter. Oh, dann kommt der Schurke. Oh, der sieht ja auch frech aus. Hier mit seinen Härchen da an der Schulter, okay. Mit allen Wassern gewaschen. Schurken können Feinde auf unterschiedlichste Weise Einhalt gebieten. Ob explosive Attacken, kritische Treffer oder Gift, der Schurke ist mit allem gerüstet. Dann gibt es den Duellant. Spielschwierigkeit 3 Sterne. Mit mächtigen Kettenangriffen und flinken Bewegungen überlistest du deine Feinde. Du kannst gegnerische Attacken gut ausweichen und so siegreich aus Kämpfen hervorgehen. Aha. Dann den Assassine. Mit diversen Dot-Attacken ausgerüstet, teilst du großen Schaden aus und schwächst so deine Feinde. Je taktischer du spielst, desto mehr Schaden verursachst du. Das ist natürlich auch interessant, ne? Also der hat eine Spielschwierigkeit von 5, der Assassine. Hier hast du mehr Kettenangriffe und flinke Bewegungen und hier machst du wahrscheinlich einen Dot nach dem nächsten drauf und je nachdem, wie du die drauf machst, machst du irgendwie viel Schaden. Finde ich beide sehr interessant. Also beide Klassen. Gehen wir mal weiter. Die Hüterin. Die Hüterin zieht ihre Kraft aus der Natur. Oh. Sie kämpft, um das zu schützen, was schon die Göttin mit ihrem Leben beschützt hat. Unsere Welt. Oh. Toller Text. Dafür belohnen die Naturgeister sie mit starken Attacken und großem Ausweichvermögen. Sie ist so für dynamische Kämpfe bestens gerüstet. Dann gibt es einmal die Sturmruferin. 2 Spielschwierigkeit. Eine Kämpferklasse mit starken Angriffskills. Deine Gegner werden mit mächtigen Attacken malträtiert, während du Verbündete mit Hüterstein unterstützt. Was immer auch Hütersteine sind, Freunde. Dann gibt es auch noch die Erdruferin. Ein widerstandsfähiges Talent, in dem du die Rolle des Tanks schlüpfen kannst. Aha, krass. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Mit Hütersteinen und unterstützenden Skills stärkst du den Verbündeten. Mhm, okay. Auch interessant. Also einmal als Attack und einmal als Tank, so ähnlich wie der Krieger. Auch interessant, auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht weiß, was Hütersteine sind. So, dann kommt hier die Magierin. Oh, die ist ja klein und süß. Und die hat einen buschigen Schwanz. Naja, gehen wir weiter. Das Magie-Genie. Sie reist auf den Faden der Magie, um die Ehre der Magier wiederherzustellen. Durch ihre perfekte Kontrolle über Feuer und Eis ist sie perfekt für den Fernkampf gerüstet. Gibt es einmal die Pyromantin. Ein offensives Talent mit Feuerattacken. Mit Feuerzeichen beherrscht du die Flammen der... Die Flammen. Die Feuermagierin verfügt über besonders starke Angriffe. Und dann gibt es noch die Kyromantin, ein dynamisches Talent mit Eisattacken. Mit starken AOE-Angriffen kannst du mehreren Gegnern gleichzeitig schaden. Eiszeichen erlauben dir, je nach Situation die richtigen Attacken einzusetzen. Auch hier wieder weiß ich, was Eiszeichen sind. Nein, weiß ich natürlich nicht. Aber ja, die klassische Magierin. Hört sich beides auch wieder sehr interessant an. Hier hast du natürlich ein bisschen mehr AOE. Pyromantin ist wahrscheinlich mehr Single-Target. Okay. So, gehen wir auf die letzte, die Waldläuferin. Der Hunter, die Jägerin sozusagen. Die Waldläuferin ist ein Kind der Natur. Mit unnachgiebigem Willen kämpft sie für zu Hause. Ob mit Pfeilen oder Melodien.
mit Melodien. Sie ist immer ein wertvolles Gruppenmitglied, auf das Verlass ist. Einmal die Schützin, zweimal Spielschwierigkeit. Ob Dotattacken oder mächtige Pfeilschüsse, die sofort hart treffen. Die Schützin ist für beides gerüstet. Ihre flinken Pfeile heizen jeden Feind ein. Und die Bardin, das ist also diese Melodiegeschichte. Mit Melodien und Kettenangriffen stärkst du deine Verbündeten und schwächst Feinde. Die Bardin ist mit ihren unterstützenden Melodien für jede Gruppe eine große Hilfe. Okay, also einmal quasi DD, hier die Schützin, und einmal so supportmäßig unterwegs. Aber auch Kettenangriffe. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So auf einmal eine Bardin, die so viel, so richtig Support macht. Für mich war eine Bogenschützin irgendwie immer nur DD. Also Damage-Dealerin. Ja, das sind die fünf Klassen. Beziehungsweise insgesamt 10 Klassen kann man sich ja im Endeffekt dann aussuchen. Alles sehr interessant. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, welche Klasse ihr so favorisiert. Falls ihr das Spiel schon spielt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr richtig feiert. Ich habe nämlich gar keinen Plan davon. Und ja, wenn euch diese kleine Vorstellung gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, das hilft mir sehr weiter. Am besten machst du es direkt jetzt. So, und ich würde sagen, wenn es hier sich ein paar Kommentare angehäuft haben, dann spiele ich das auch auf jeden Fall mal an. Und ja, das war's für diesen Guide, für diese Klassenvorstellung. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bis dann. Ciao, ciao.